17.38 Uhr. Die Lebensretter Mara und Johannes kommen gerade von einem Einsatz. Zeit für einen kleinen Snack. Bei hessischen Spezialitäten allerdings gehen ihre Meinungen weit auseinander. Frankfurter Schnitzel, grüne Soße oder Handkäse? Aber Handkäse würde ich nicht empfehlen. Doch, Handkäse ist geil. Ich habe es selber noch nie gegessen, also ich weiß auch nicht mehr beurteilen. Ach, du fängst an rumzujammern, ey. Vor allem Käse, der stinkt, ist der Käse, der schmeckt. Aber der stinkt viel zu sehr. Eigentlich stinkt der überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Konsistenz. Das ist Harzer, auch. Was du denkst. Der ja? stinkt, ja, Harzer ist widerlich. Harzer schmeckt so, wie er riecht, das ist allerdings wirklich so. Aha, also ist doch ja, ich lasse mir eine neue These einfallen, okay. Ist okay. Ich lasse mir eine neue Käsethese einfallen. Käsethese an der Käsetheke. Ja. Statt zur Käsetheke geht es allerdings erst einmal zurück zur Rettungswache im Stadtteil Enkheim. So. Geht es jetzt eigentlich auf oder so, oder was? Da steht ein Zettel dran. Ich weiß nicht, was da steht. Get out of the car. Tor 1. Funktioniert nicht. Ja, das ist ja super. Also wir hatten vorhin einen Torbauer da. Sie haben es kaputt gebaut. Also unser Job zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir einfach kreativ sein müssen und einfach immer so ein bisschen auf Zack mitdenken müssen. Wir mal auch links und mal rechts gucken müssen. Es gibt zwar immer so eine Idee, dass es ein Schema F gibt, aber dieses Schema können wir nie komplett verfolgen. Wir müssen immer sehr spontan reagieren auf einzelne Einflüsse. Und so jetzt halt auch, ein Tor ist kaputt und jetzt müssen wir uns was überlegen, wie wir damit umgehen. Nur auf eines können sich die Sanitäter ganz sicher verlassen. Kaum eine Pause ohne Unterbrechung. Schrupp. Eine Stammkundin sozusagen. So seltsam das im Rettungsdienst auch klingt. Wir fahren jetzt zu einer Patientin, die wir sehr, sehr gut kennen. Also ich fahre, glaube ich, seit fast 7 Jahren zu ihr. Die eine bekannte Herzneurose hat, die sie alleine nicht in den Griff bekommt. Eine Herzneurose ist eine psychische Erkrankung, eine spezielle Art von Angststörung. Also Patienten, die eine Herzneurose leiden, haben ein anderes Körper-Selbstgefühl und haben das Gefühl, dass wenn irgendwas mit dem Körper nicht stimmt, das Herz die Ursache sei. Die Rettungskräfte stellt das regelmäßig vor ganz besondere Herausforderungen. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft wir schon da waren und uns da wirklich mit ihr hingesetzt haben, uns mit unterhalten haben und dann wieder gefahren sind, weil sie eigentlich keine notfallmäßige rettungsdienstliche Betreuung braucht. Aber trotzdem müssen wir jetzt natürlich schauen, dass man sich dadurch nicht fehlleiten lässt und sie nicht vielleicht doch irgendwie ein medizinisches Problem hat. Den Notruf nicht ernst zu nehmen, ist für Mara und Johannes keine Option. Klar ist, die Patientin braucht Hilfe. Denn selbst wenn sie kein körperliches Problem hat, ihre Angst ist echt. Hallo, Frau. Sie hat die Tür aufgemacht und sie war sehr aufgelöst und hat geweint und schluchzt. Und sie braucht dann auch immer so einen Moment, bis sie quasi überhaupt rausbringt, warum, also klar rausbringen kann, warum sie angerufen hat. Was ist los? Ich habe im Garten gearbeitet. Ja. Und habe alles zusammengenommen und dann weg. Und in dem Moment, wenn ich hochgehe, ging es von hier oben bis ganz runter, ganz tief drin. Ich habe so einen Schreck gekriegt. Todesangst haben. In der Vergangenheit hat die Patientin ihr Herz schon mehrfach untersuchen lassen, immer ohne Befund. Ist es dieses Mal doch etwas Ernstes? Er hat einen Schmerz angegeben, der so auf der linken Körperhälfte ganz kurzzeitig einmal wie so ein Schlag so durchgefahren ist, so hat sie das geschildert. Das ist eine Symptomatik, die sie uns sehr häufig schildert. Sie versucht seit mehreren Jahren, versucht man schon, die Ursache zu finden. Allerdings kann man nicht so richtig was feststellen, außer wirklich das skelettäre System, also dass ein orthopädisches Problem vielleicht auch mit der Wirbelsäule vorliegt. Plötzliche Schmerzen im Brustbereich müssen nicht zwangsläufig auf Probleme mit dem Herzen hindeuten. Sie können auch von der Wirbelsäule ausgehen. Von einem eingeklemmten Zwischenrippennerv beispielsweise. Und jetzt war das so richtig wie so ein, ich könnte nicht anders beschreiben, wie so ein Pfahl runter. Okay. Tut mir leid, kann sie alle. Nee, alles gut. So, aber das war auch so einmal ganz kurz, zack. Ja. Dieser Schmerz massiv auch und dann war er wieder gut, oder? Ja. Ja, okay.
rettungsdienstlich können wir einfach nicht viel für sie tun. Wir können uns nur hinsetzen und können ihr zuhören, weil sie einfach in einem normalen Krankenhaus jetzt nicht gut aufgehoben wäre, weil sie eigentlich da kein Problem hat. Aber das ändert nichts daran, dass wir ihr nicht trotzdem genauso helfen wie jeder anderen Person auch. So wie Sie das beschreiben, ne? Das ist da, was ich immer gesagt habe, das ist mit der Wirbelsäule. Wenn Sie viel mit den Händen machen, wenn Sie dann hochgehen in die Hocke, Sie einfach den Brustkorb ja natürlich bewegen. Ich hab das die ganze Zeit auch durch Schulter. Naja, aber das muss ja nicht immer auftreten. Ein ernsthaftes körperliches Problem scheint auch dieses Mal nicht vorzuliegen. Johannes und Mara können nur versuchen, die Patientin zu beruhigen und ihr die Panik zu nehmen. Ich weiß, dass Sie ja kein Problem mit dem Herzen haben. Eigentlich wissen Sie das selber auch. Ne? Also ich glaube, Sie können sich das selber auch eigentlich erklären. Ja, wenn es mir gut geht, dann lache ich darüber, ja, wenn ich das denke, dass ich sowas denke. Aber das sage ich auch zu meinem Mann, wie kann man denn so gut drauf sein wie ich die letzten Tage und dann plötzlich so abkippen? Ja. Geht das denn? Bei einer Herzneurose werden meist harmlose Symptome, wie zum Beispiel ein erhöhter Puls, als Anzeichen eines Herzproblems gedeutet. Die Betroffenen bekommen Panik. Dadurch steigt der Puls dann nur noch mehr. Ein Teufelskreis. Ich glaube, dass wirklich Ihr Ziel sein muss, damit umzugehen. Ich habe es versucht zu ignorieren, ja? So wie es der Heilpraktiker sagt. Also, ja, okay, und es ist gut und leck mich am Arsch. Ja. So praktisch dagegen. Oder es auch zu akzeptieren. Es ist jetzt da und es geht auch wieder. Das habe ich super hingekriegt. Und dann kommt so ein Tag wie heute und dann geht gar nichts mehr. Und dann habe ich Angst, dass mich keiner mehr ernst nimmt und dass keiner richtig guckt und dass ich dann einfach irgendwo hier zusammenbreche. Ich glaube, keiner unserer Kollegen wird sie irgendwie nicht ernst nehmen. Ja. Ne? Psychiatrische Erkrankungen sind gesellschaftlich immer noch so ein bisschen verteufelt, werden als verrückt angesehen. Aber es ist eigentlich Zeit, dass auch psychiatrische Erkrankungen als vollwertige Erkrankungen auch von der Gesellschaft so akzeptiert werden. Viele Menschen mit einer Herzneurose meiden bestimmte Orte oder körperliche Aktivitäten. Sie schränken sich dadurch selbst ein und leben oft unter einem enormen Druck. Aber bleiben Sie doch jetzt einfach sitzen. Sie haben doch jetzt gemerkt, okay, Bewegung ist heute irgendwie nicht. Mein Körper sagt nein. Setzen Sie sich an Ihren Tisch, essen Sie was Leckeres, lösen Sie Kreuzworträtsel und gucken später noch die Eintracht. Sie haben einen super entspannten Plan. Außerdem finde ich, bei dem Wetter sollte man eh nicht so viel machen, weil es so drückend ist. Ja. Ich bin froh für jedes, was ich machen kann. Mein Mann und ich ich habe noch nie gezählt, ne? Jetzt, Sie haben noch nie gezeltet? Nee, mein Mann und ich am Hochzeitstag und nächste Woche am 8.9. Wie fällt der Hochzeitstag? Ist es? 19. Und nicht schlecht. Ich möchte zelten, hier im Garten. Cool. Ja, dadurch, dass wir da halt öfter sind und sie uns auch schon kennt, so geht man natürlich auch auf Themen ein, die man schon mal besprochen hat oder versucht irgendwie das Gespräch so ein bisschen aufzulockern, weil man auch merkt, dass es ihr hilft, dass sie, wenn sie nicht von ihrem Schmerz berichtet, dass sie dann einfach runterkommt und sich wieder beruhigen lässt und dann irgendwann auch merkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Verständnis und Ablenkung. Einfache Mittel mit großer Wirkung. Der Frau geht es schnell besser. Doch natürlich können die Rettungskräfte nicht ewig bei ihr bleiben. Man muss irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, okay, man verquatscht sich jetzt vielleicht. Und dann auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, wir müssen jetzt gehen. Aber es fällt mir dann auch manchmal ein bisschen schwer, dann auch irgendwann den Punkt zu finden. Weil ich finde es auch immer nett, ich unterhalte mich gerne mit den Leuten. Da ist Mara dann immer die dann sagt, hey, wir müssen mal langsam so, weil bisschen bremsen in dem Redefluss, aber nicht mit böswilliger Art. Nein, aber sonst würde ich da wahrscheinlich noch 2 Stunden sitzen und dann hätte ich den Fußball geguckt. Auf jeden Fall. Nach 15 Minuten haben die beiden die anfangs panische Frau wieder völlig beruhigt. Also können wir sie hier alleine zu Hause lassen mit ihrem Mann? Ich denke, sie schaffen das. Okay? Seit 7 Jahren rücken die Lebensretter zu der Patientin aus. Notrufe, bei denen ihre menschliche Kompetenz weitaus wichtiger ist als die medizinische. Es ist schön zu sehen, dass sie dann immer wieder auf den Teppich kommt. Also ich kann sie immer sehr gut verstehen, so, oder zumindest nachempfinden, wie es ihr geht. So, weil mir würde das auch Angst machen, wenn ich das immer so hätte. Und dann, wenn man so eine Angstneurose hat, das ist ja nicht, also man sucht sich das ja nicht freiwillig aus, dass man sich denkt, so, oh, jetzt steigere ich mich rein oder so, sondern es ist ja schon ein Leiden, was sie da hat. Wenn die nicht kommen würden, dann wüsste ich nicht, wo ich stünde. Und speziell die jetzt eben da waren, die helfen mir immer sehr. Ich habe halt Probleme und manchmal schaffe ich es, oder ich schaffe es auch viel allein, aber ich schaffe es eben auch dann wieder mal nicht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es diese Menschen gibt.
Mit Anteilnahme und Einfühlungsvermögen haben Mara und Johannes der Frau viel Stress erspart. Statt belastender Untersuchungen im Krankenhaus erwartet sie ein gemütlicher Abend zu Hause. Und auf den freuen sich jetzt auch die beiden Lebensretter. Feierabend, wup, wup. Ab nach Hause, wup, wup. Eintracht gucken, wup, wup. Ab ins Bett. Die zwei Lebensretter sind seit kurz nach 5 Uhr auf den Beinen. Hier in Frankfurt schieben die Einsatzkräfte vom DRK 12-Stunden-Schichten. Das. Ready? Quasi. Dann aufräumen. Was kostet die Welt? Nichts. Ich freue mich auf zu Hause und auf mein Bett. Ja, aber heute war es ja relativ entspannt, dann geht's. Aber wenn man so relativ viele Einsätze hat und gar nicht unter Wache ist, dann wird es schon anstrengend irgendwann. Und morgen früh um 6:30 Uhr beginnt schon die nächste Schicht für die Lebensretter aus Frankfurt.